Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf AC Games. Heute machen wir mal Logiklücken in Far Cry 3. Ich bin ja ein Mensch, den nervt es persönlich tierisch, wenn irgendwas in dem Spiel total unlogisch ist. Und wenn das passiert, dann bin ich angehalten, hier so ein Video zu machen und das einmal ganz normal darzulegen und euch zu zeigen. Auch wenn Far Cry 3 ein sehr gutes Spiel bleibt, also versteht mich da nicht falsch, ich liebe dieses Spiel. Aber trotzdem sind da einige Dinge relativ unlogisch. Außerdem weiß ich auch, welche Dinge sind Gameplay-relevant. Müsst ihr mir jetzt nicht schreiben, aber sie bleiben unlogisch, auch wenn sie Gameplay-relevant sind. Also ich würde sagen, auf geht's. So, gehen wir mal ein bisschen in die Story rein. Also, wir wissen ja, später stellt Hoyt einen als Söldner an. Also, mehr oder weniger. Man geht ja dahin, schleicht sich rein, klaut die Söldnerkleidung, tötet einen Typen. Alles gut, aber warum eigentlich? Also ist schon klar, warum Jason das tut, aber ich meine, warum bemerkt der Hoyt das nicht? Es ist halt nun mal so, er steht da, ne, das ganze Söldnertrupp steht da und Jason Brody in Söldnerkleidung steht einfach da, mitten zwischen diesen ganzen anderen Söldnern, wobei die Piraten Jason Brody sofort erkannt haben, wenn sie ihn gesehen haben, die Söldner nicht. Gut, schon mal erste Sache, ein bisschen komisch, aber okay, vielleicht kennen die ihn nicht, ist ja eine andere Insel. Aber, verdammt nochmal, Hoyt, guckt in diese Menge, ne? Hält da seine schöne Rede vor den ganzen Leuten und was auch immer. Und guckt auf Jason Brody, direkt in Söldnerkleidung. Sieht ihn an, so mehr oder weniger. Ich meine, fällt ihm das nicht auf, irgendwie, dass das vielleicht Jason sein könnte? Und wenn nicht, wenn er nicht weiß, wie Jason aussieht, warum ist man dann kein richtiger, vollwertiger Söldner? Ich meine, du kannst rumlaufen und an den Leuten vorbei, es geht nur, aber wenn du in den Stützpunkt gehst, ne, wirst du sofort attackiert, wenn sie dich sehen. Und ja, ich weiß, Gameplay, aber es ist trotzdem nicht logisch. Ich meine, wenn du mit einer Waffe auf sie zugehst und sie abschießt, dann verstehe ich das schon, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, pissig werden. Aber du gehst da ganz normal in diesen Bereich und wirst sofort gespottet. Also, es ist sehr komisch. Und wenn sie dann irgendwie dich sehen oder einen Toten, dann heißt es, Jason Brody ist hier oder was auch immer. Woher wissen sie das denn? Das macht keinen Sinn. Irgendwie, ich verstehe halt die Logik dahinter nicht, dass die Söldner vor diesem Stützpunkt ganz normal, man kann da ganz normal vorbeigehen mit den Quatschen, bliblablub. Geht man 10 cm weiter, sind die wirklich mega pissig und wollen einen gleich umbringen. Also irgendwo, ja, fehlt da die Logik. Ein weiterer Punkt, der in der Story irgendwie ein bisschen komisch ist, ist Sam. Ich meine, Sam ist ein cooler Typ. Jeder mag Sam. Sam ist super. Aber warum wird er erst so spät getötet von Hoyt? Also, wir wissen, Hoyt weiß, dass Sam irgendwie für die Regierung arbeitet. Sam ist da schon Ewigkeiten, ne? Und Hoyt bringt ihn einfach nicht um. Und jetzt kommt mir keiner mit, er wollte Jason finden oder so. Das macht keinen Sinn, weil Jason ist da, keine Ahnung, eine Woche vielleicht? Vielleicht eine halbe Woche? Ich weiß es nicht. Und dann kann es ja nicht sein, dass er gewartet hat, bis jemand kommt, der die halbe Insel abschlachtet, somit, dass er ihn dann über Sam finden kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, er weiß doch, dass er ihn ausspioniert. Warum tötet er ihn dann nicht einfach, damit keine Informationen über sein geheimes Schmuggler-Mafia-Netzwerk weitergegeben werden? Würde ich ja als Leader irgendwie, keine Ahnung, machen. Und ja, das ist sehr, sehr komisch. Kommen wir nochmal zu Hoyt und Jason. Nachdem Jason Söldner geworden ist, total immer bei Stützpunkten gespottet wird, generell aber als Söldner nicht erkannt wird, was natürlich völlig sinnvoll ist, kommt dann ja die Szene, wo Hoyt irgendwie Jason in sein Büro holt. Ich meine, warum weiß Hoyt nicht, wie Jason aussieht? Das ist doch, ich meine, was schickt doch irgendwie mal, keine Ahnung, Bild von dem Typen, der ausgebrochen ist und die halbe Insel tötet. Wäre das nicht sinnvoll? So, ich meine, kommt mit keiner mit, der hat kein Bild. Natürlich hat er ein Bild, er erpresst Lösegeld, er muss ein Bild haben. Immer wenn du, also keiner erpresst Lösegeld ohne ein Bild. Er hat ja scheiß Smartphones da, er wird ja wohl ein Bild gemacht haben von seinen scheiß Geiseln.
um Tanner und die Familie zu erpressen. Und dann kommt er an und kriegt es nicht hin, Hoyt ein Bild zu schicken von Jason, spätestens nachdem der ausgebrochen ist und irgendwie, keine Ahnung, die Insel getötet hat und später auch noch war es. Also ja, macht natürlich irgendwo Sinn. Und also, was ist, und wenn Hoyt weiß, wie Jason aussieht, also, und ihn dann als Falle in sein Büro holt, dann macht das auch keinen Sinn, weil, also, er holt den Typen in sein scheiß Büro, führt Smalltalk mit ihm, ist da nett, schneidet ihm später einen Finger ab, gut, aber warum stellt er ihm den scheiß Finger ab, statt ihn umzubringen? Ich meine, du könntest es ja ahnen, dass diese Person gefährlich ist, wenn sie, keine Ahnung, sich in ein Lager einschleicht, infiltriert, die halbe Insel tötet, was tötet, ich weiß nicht, dann kommst du doch auf die Idee zu sagen, Mensch, vielleicht sollte ich ja aufpassen und ihn schnell töten und nicht langsam. Und ich meine, er weiß ja irgendwie am Ende beim Pokern, dass es Jason ist. Statt ihm da den scheiß Finger abzuschneiden, hätte er das Messer nehmen sollen und in seinen Hals, wie bei Sam. Effektiv und schnell. Aber nein, unser lieber Hoyt braucht das nicht. Unser lieber Hoyt lässt es irgendwie schweifen, lässt Jason sich durch irgendwie alles prügeln, damit er ihn am Ende töten kann. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich dumm. Also, du treibst ja keine Spielchen mit einer Person, die irgendwie gefährlich ist. Und also würde Jason am Anfang, das war's, vielleicht mit Jason das Spielchen treibt, verstehe ich, weil Jason ist ja irgend so ein kleiner komischer Typ, der da irgendwie nichts kann. Gut, treibt man ein Spielchen mit dem. Ist bestimmt witzig. War außerdem durchgeknallt. Darf man ja auch nicht vergessen. Der hätte seinen Spaß dran. Aber Jason wurde ja irgendwie doch zu einer ernstzunehmenden Bedrohung. Spätestens nachdem Bas irgendwie tot ist. Hätte man ja dran denken können, den Typen vielleicht mal umzubringen. So direkt und nicht irgendwie, keine Ahnung, komisch. Also sehr, sehr suspekt das Ganze. Kommen wir zum Ende, zum grottenschlechten Ende von Far Cry 3. Wirklich, nach so einem guten Spiel, und dieses Spiel war wirklich, es ist eins meiner Lieblingsspiele, kommt halt sowas, ne? Also natürlich jetzt Spoiler, wie auch schon am Anfang gesagt, falls ihr das Ende nicht kennt, ne? Wisst Bescheid. Also wir stehen hier vor dem Ende und nachdem man irgendwie Bossfights bis in die Ekstase hat, steht man vor seinen gefesselten Freunden. Und ihr wisst ja, man kann seine Freunde retten oder töten. Lassen wir erstmal außen vor, warum die Freunde da überhaupt gefesselt hängen. Warum? Ich meine, die waren noch bei Dr. Earnhardt. Ich weiß nicht, Dennis wusste das irgendwie halb. Die waren doch unten in der Höhle, haben sich versteckt. Das wusste doch irgendwie keiner. Wie sie da hingekommen sind, ja, okay, Zufall. Sagen wir es da Zufall. Kann ja passieren, dass sie die vielleicht gefunden haben, dass sie, keine Ahnung, Earnhardt da die Informationen rausgefoltert haben. Ich weiß es ja nicht, kann ja alles sein. Gut, ja, da gibt es ja die zwei Enden. Ich werde natürlich jetzt einmal beide spoilern, weil beide irgendwo ein bisschen komisch sind. Also man steht im Messer vor seinen Freunden, man kann sie ja retten. Wenn man sie rettet, das Ende ist grottenlangweilig, wirklich. Also ich habe das genommen, ich war moralisch gut und ich habe es bereut, weil, oh Gott, ja, wir retten uns, lass mal alle nach Hause gehen, nee, ich bleib hier. Ja, so ungefähr lief das und dann haben die anderen rumgeflamed und ja, durch. Irgendwie, keine Ahnung, bisschen komisch. Aber, naja, macht irgendwo schon noch Sinn. Also, versteht man, ist irgendwo nachvollziehbar, hätte man wesentlich spannender gestalten können. Also, wirklich. Weil was da zwischen den Charakteren an Bindungen und so war, ja, lassen wir einfach mal weg. Pff. Wir haben noch 5 Minuten, bis das Spiel fertig sein muss. Ja, klatsch mal irgendwas hin. So, nach dem Motto war das. Dann haben wir natürlich das zweite Ende. Und das zweite Ende ist, ja. Du tötest deine Freunde, hast Sex mit Citra, wirst umgebracht. Gut. Ist. Ja, passiert halt schon mal, ne? Nur so ein, zwei Sachen stören mich daran. Abgesehen davon, na gut, du bist ja deine eigene Entscheidung, deine Freunde zu töten, ist ja okay. Aber warum bringt dich Citra um? Ich meine, warum?
es geht nicht in meinen Kopf rein. Nicht, dass ich so an Jason hing. Er war zwar ein netter Typ und so, aber Game of Thrones Charaktere oder so, das ist nochmal eine andere Liga. Das heißt, du stehst da, aber warum bringt sie Tränen um? Wo ist da der Nutzen? Jetzt mal, also Citra hat ja Sex mit ihm. Sie nimmt dann einfach an, dass sie schwanger ist. Gut, sie hat bestimmt ihre übernatürlichen Rakia-Sinne, wo man sagt, oh, ich bin schwanger. Ja, okay, schön. Ja, beste. Toll. Aber jetzt sagt er einfach, jetzt sagt sie, ihr Sohn wird jetzt Badass Motherfucker, wird sie alle töten, wird sozusagen der Sohn sein, um sie alle zu knechten. Und er ist einfach der heftigste Boy, weil Jason ja auch der heftigste Boy ist fast, aber nicht ganz so heftig. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Sie ist nicht schwanger. Ja. Oder es wird ein Mädchen. Ja. Und dann, Jason ist tot. Oh, fuck it. You are screwed. Fuck you. Ja. Ja, irgendwie komisch. Und ich meine, warum? Ich meine, dein Sohn, die sagt jetzt einfach, dein Sohn ist der coolste Boy, der hier rumläuft. Und dann tötet sie ihn. Was macht sie denn in der Zeit? Ich meine, es ist ja doch geringfügig Zeit zwischen Schwangerschaft und ihr Sohn ist irgendwie alt genug, irgendwas zu führen. Also sagen wir mal, mit 18 ist er alt genug. Das sind fast 19 Jahre. Das ist ja 9 Monate Schwangerschaft bis 18. What the fuck? Wie kann er bitte, also warum tötet sie ihn dann? Er hat doch noch 19 Jahre. Warum? Das sind doch noch total viel Zeit hin, bis der Typ überhaupt was kann. Und Jason könnte dem Sohn noch was beibringen oder so. Und irgendwie ist es auch so, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, dass Citra vor allem so in der Szene, wo sie irgendwie nackt über Jason hing, keine Ahnung, sie kam einem schon so vor, als würde sie mit Jason irgendwie spirituelle, seelische Verbundenheit spüren. Behaupte ich mir einfach mal. Also hat zumindest den Eindruck gemacht. Und dann kommt sie halt einfach an und tötet ihn. Es ist halt irgendwie unlogisch. Also komplett. Macht halt keinen Sinn. Weil es ist ja kein Nutzen da, davon. Ich meine, warum sollte er jetzt, also selbst wenn er jetzt die Rakia leadet, so in den paar, ich meine, es sind ja noch 18 Jahre, meine Güte, oder 19 fast schon. Lass ihn doch erstmal machen, ist doch scheißegal. Der Typ ist doch, der kann das doch. Ja, und abgesehen davon, der stirbt vom Messer im Bauch, ja, ziemlich scheißtot, wenn du vorher abgeschossen wurdest, Messerkämpfe gemacht hast, Messer in Beine, Bauch und Kopf bekommen hast und das alles überlebst. Und dann kommt Citra, stich dir einfach mal. Ich meine, es war natürlich überraschend, muss man schon sagen, aber wie schnell der Typ stirbt von dem Messer ist auch interessant, wo er doch so abgehärtet ist. Ja, war bestimmt ein super Special-Messer. Na gut, ja. Das waren meine klitzekleinen Logiklücken in Far Cry 3. Ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Vorschläge für etwaige Logiklücken enden. Habe ich das vergessen? Habe ich was Falsches gesagt? Kann ja auch sein, dass ich habe das Spiel schon ein bisschen her, dass ich es durchgespielt habe. Habe jetzt nicht komplett nochmal durchgespielt dafür. Deswegen kann sein, dass ich hier und da eine Falschaussage getätigt habe. Falls das passiert ist, ich bin der Meinung, dass ich es nicht getan habe, aber man täuscht sich ja immer. Falls da was ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir weitere Spiele in die Kommentare, die ihr haben wollt als Logiklücken, weil da habe ich irgendwie Bock drauf. Jo, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, tschüss und bis dann.